Ni Hao Deutschland. Die dynamischste Ökonomie der Welt. China. Moderne Skylines, Megacities, Hochgeschwindigkeitszüge und eine digitale Revolution, die fest im Alltag verankert ist. Die groß angelegte Kampagne Made in China 2025 soll das Reich der Mitte jetzt auch technologisch an die Weltspitze bringen. Bewundertes Vorbild ist dabei Made in Germany. Die Arbeit deutscher Ingenieure, ihre zuverlässigen und zukunftsweisenden Produkte und Maschinen. Längst ist China zum Turbo für die deutsche Autoindustrie geworden. Wo früher Fahrräder Chinas Straßenbild prägten, glänzen heute überall deutsche Automarken. Deutschland ist der wichtigste europäische Handelspartner der chinesischen Wirtschaft. Der Ausbau der neuen Seidenstraße lässt bereits jetzt 18 Güterzüge Woche für Woche zwischen Peking und Duisburg in Nordrhein-Westfalen pendeln. Tausende chinesische Unternehmen haben mit mehr als 100.000 Mitarbeitern ihre Wurzeln in Deutschland geschlagen. Und ebenso sind mehr als 100.000 Bundesbürger in 8.000 deutschen Unternehmen auf chinesischem Boden tätig. Sie bringen ihre Kultur und Lebensart, ihr Wissen und ihr Können mit ins Gastland. Ihre Geschichten erzählt Ni Hao Deutschland. Die neue TV-Sendung der größten Nachrichtenagentur der Welt, Xinhua. In Koproduktion mit DFA, Deutschlands erster Fernsehnachrichtenagentur. Willkommen bei Ni Hao Deutschland. Chinesen in Deutschland und Deutsche in China. Zigtausende leben im jeweils anderen Land. Das sind viele faszinierende und spannende Geschichten. Genau diese Menschen lernen Sie hier bei uns kennen, denn Ihre Geschichten sind unsere Geschichten. Jan Büttgen, den Hoteldirektor aus Peking, den haben wir Ihnen schon vorgestellt. Seit er 13 war, ist es sein größter Traum, in China zu leben. Das hat auch geklappt. Und jetzt erzählt er uns, wie das damals anfing. Ja, so Mitte der 80er Jahre durfte ich dann endlich wieder nach London gehen. In Heathrow habe ich dann Ende Dezember einen Anruf bekommen aus China. Da hat mir der Herr Roland Fuchs angerufen und gesagt, ja, ich rufe aus China an, ich bin auch ein Süddeutscher und ich suche einen wie dich nach China. Mein Papa hat ein schönes, verschmitztes Lächeln auf seinem Mund gehabt und gesagt, ah, habe ich mir schon gedacht, der geht nach China, das habe ich mir schon immer vorgestellt. Ja, dann war ich, ich glaube, im Februar bin ich in Peking angekommen. Man muss sich da Peking noch ganz anders vorstellen. Ich habe gedacht, Peking ist eine Weltstadt, dann sind wir da wie durch ein Dorf gefahren. Die Straßen waren klein, da hat es noch Ochsenkarren und Pferdekarren gegeben. Viele waren eigentlich auf dem Fahrrad, sind auch gegangen. Dann bin ich ins Hotel angekommen, das Hotel war noch gar nicht eröffnet. Meine Freunde, meine chinesischen Freunde, wir haben uns da so angeguckt am Anfang, da kommt ein Deutscher. Ja, was macht denn der, was tut denn der? Da haben die gesagt, ja, jetzt müssen wir dich in die chinesische Gesellschaft und ins chinesische Leben einführen. Da sind wir jedes Wochenende sind wir rausgegangen, haben wir immer in verschiedenen Restaurants gegessen. Das Essen, das war immer so toll, weil wir waren immer in einer Runde. Da habe ich das erste Mal erfahren, dass man da mit einer Lazy Susan isst. Das ist also so eine Glasplatte auf dem Tisch, die sich da die rotieren kann. Und da kann man sich das Essen so aussuchen. Das ist praktisch wie ein wunderschönes Buffet auf dem Tisch. Und jeder sitzt zusammen und man teilt das Essen. Normalerweise der Host, der serviert sogar noch seine Freunde. Also wie in der Familie ist man dann sofort aufgenommen. Ich bin ja Koch vom Beruf. Ich habe noch nie so viele Arten gesehen, wie man kreativ mit dem Essen umgehen kann. Die können fast haarfein schneiden hier in China mit ihren großen Chopping-Messern. Ich würde Sie gerne jetzt noch ein bisschen einladen. Da gehen wir mal auf einen Wettmarkt, auf einen Markt. Da können wir die ganzen Gemüse und die ganzen frischen Angebote, die es hier gibt in Peking, mal vor Ort anschauen und genießen. Sie werden sehen, es ist eine Vielfalt, das habe ich nie in Europa gesehen. Der Respekt fürs Essen ist unwahrscheinlich. Man sagt ja auch in China, Ni Hao. Die Bedeutung ist eigentlich, hast du schon gegessen? Bei uns in Deutschland ist WeChat noch eher unbekannt. In China aber nicht mehr wegzudenken.
Eine Smartphone-App, mit der man nicht nur auf verschiedensten Wegen kommunizieren kann. WeChat greift viel tiefer ins tägliche Leben ein. Begeisterte Nutzer. Also WeChat, die ist ähnlich aufgebaut wie WhatsApp auch. Man hat die verschiedenen Chats hier. Und dann gibt es einen Reiter mit Abonnements. Da kann man offiziellen Konten folgen. Dann haben wir hier Afu Thomas. Und dann kann man hier alle meine Videos sehen und sich die dann auch angucken. Und wenn man wirklich mit jemandem in Kontakt bleiben will, dann kommt man um WeChat nicht drum herum. Da kann wirklich alles gemacht werden. Aber man kann auch damit Geld überweisen oder sich gegenseitig Geld schicken und auch Videoanrufe machen, normale Anrufe machen. Das alles läuft über WeChat. Also wenn man die erste Freundschaftsanfrage ist wirklich, sollen wir unsere WeChat-Daten austauschen? Und dann ist man wirklich mit jemandem befreundet. WeChat, ja, wir benutzen WeChat für alles hier, auch für unseren Kindergarten. Wir haben hier so eine Hasengruppe, wir haben Hase und Igel. Und hier sagen wir, wenn wir zu spät kommen oder wer abgeholt wird oder die schicken Fotos rum vom Karneval hier. Und man kann Geld überweisen, man kann sich Dokumente schicken. Im Elternbeirat stellen wir ja manchmal Leute ein oder müssen irgendwelche Verträge schließen. Können wir hier alles angucken. Man kann eine Gruppe machen, man kann mit den Leuten einzeln reden. Das funktioniert ziemlich gut und macht es einfach viel, viel leichter. Und jeder hat es immer zur Hand. Und jetzt zu Gast bei Nihao Deutschland ist Matthias Lamberts. Matthias, wir haben uns aufs Du geeinigt. Herzlich willkommen bei uns in der Sendung. Du kennst dich wie kaum ein anderer mit WeChat aus. Du beschäftigst dich beruflich damit. Erklär uns doch mal bitte den Unterschied zwischen dem, was wir kennen und nutzen, WhatsApp, Facebook, Threema und WeChat. Ja, das ist ein ganz enormer Unterschied, denn WeChat ist im Prinzip die essentielle App des täglichen Lebens in China geworden. Und man kann so ziemlich alles damit machen, was man sich vorstellen kann. Was zum Beispiel? Ja, was zum Beispiel? Also das fängt an bei täglichen Einkäufen. Ich kann in Stores gehen, ich kann über WeChat, über mein E-Wallet, über mein elektronisches Portemonnaie in WeChat Bezahlvorgänge abschließen. Ich kann online einkaufen, ich kann Flugtickets, Zugtickets, Hoteltickets buchen. Ja, also ich kann, es gibt wirklich wenig, was man nicht machen kann. Klingt, als käme man in China um WeChat gar nicht drum herum. Das ist wahr. Und da vielleicht kurz zur Einordnung. Das Internet in China kann man so ein bisschen mit dem Meer vergleichen, wobei das dann eine Lagune im Meer ist, die ein bisschen abgetrennt ist. Das heißt, das begründet auch die westlichen großen Internetkonzerne, Facebook, Google, Twitter, haben sich da nie so richtig durchgesetzt. Und es haben sich eben eigene Pendants entwickelt, eigene Applikationen. Und am Anfang haben die viel kopiert und auch viel übernommen an Funktionalität, aber jetzt finden da sehr, sehr innovative Entwicklungen statt. Und da ist eigentlich WeChat auch das Vorzeigebeispiel für. Jetzt hast du gerade schon gesagt, Pandoras Apps gibt es dort auch. Genau. Kannst du uns die App einmal zeigen, wie die aussieht? Ja, sehr gerne. Also ich habe die hier auf meinem iPhone mal geöffnet. Man sieht jetzt hier die Liste der offiziellen Kontakte. Muss ich chinesische Schriftzeichen lesen können, um damit zu arbeiten? Das muss man nicht zwangsläufig, denn okay. Es werden natürlich auch weltweit, also ich glaube an die 200 Sprachen aktuell, unterstützt von WeChat. Okay. Ich habe hier ein ganz schönes Beispiel, was ich mal zeigen könnte. Das ist der offizielle Account vom Thermomix, also einer deutschen Firma, einer deutschen Brand. Ja, kennt man. Genau, die haben das sehr, sehr gelungen geschafft, hier eine Community auch aufzubauen und einzubinden. Man sieht auf der ersten Seite direkt, es werden ganz viele leckere Rezepte dort angezeigt. Du siehst das. Wir können aus diesen Zeichen recht wenig deuten. Ganz genau. Die Zielgruppe sind jetzt Chinesen okay. In dieser Applikation. Und ich habe, wenn ich jetzt hier mal reinspringe, dann sehe ich beispielsweise, ich kann also verschiedene auch Zubereitungsarten auswählen, kriege umfangreiche Informationen zur Handhabung des Geräts, multimedial sind diese aufbereitet, viele Videos auch. Und was mir persönlich sehr gut gefällt, das ist hier eine Funktion, da kann ich praktisch virtuell einen Laden von Vorwerk in China betreten und mich in diesem Laden umsehen. Das sind aber ja jetzt auch alles Features, die man von Webseiten kennt. Rezepte finden, ein virtueller Rundgang. Was ist denn dann vielleicht spezifisch, was es dann nur in WeChat gibt? Ja, also das Innovative daran ist, dass du hast natürlich recht, das gibt es auf Webseiten, das gibt es auch im Internet, aber ich muss hier nie aus der Applikation raus. Also ich bin bei allem, was wir jetzt auch sehen, wir sind jetzt in diesem Vorwerkstore und bewegen uns da mal ein bisschen. Okay. Ich bin immer in dieser Applikation drinne. Und muss keine weitere Applikation oder Webseite öffnen. Wer steckt denn hinter WeChat? Also wer verdient damit sein Geld? Wir wissen alle, wenn wir ein iPhone haben und im App Store was runterladen, dann verdient Apple auch an jeder App, die ich kaufe. Ganz genau.
Ja, also hinter WeChat steckt eins der größten und mächtigsten Internetunternehmen in China, das ist Tencent. Man muss dazu sagen, WeChat hat sich ja entwickelt im Laufe der Zeit. Und angefangen hat eigentlich alles, wenn man WeChat wörtlich übersetzt, heißt das so viel wie kleine Nachricht, Micromessage. Damit hat es angefangen. Es war also zunächst ein Messenger, der immer weiter gewachsen ist. So wie SMS bei uns, ganz klein am Anfang. Ganz genau, richtig. Und mittlerweile eben so viel vereint, entsprechend auch so viel Daten natürlich dann auch verfügt. Ja, das ist ein ganz mächtiges Instrument geworden ist. Gibt es eine bestimmte Altersgruppe, die WeChat nutzt? Das ist eine interessante Frage. Also es wird in China sehr, sehr gut von eigentlich der ganzen Bevölkerung, also von allen Altersgruppen durchweg angenommen. Und über 800 Millionen User nutzen das aktiv pro Monat. 800 Millionen Nutzer in allen Altersgruppen. Ganz genau. Gut, dann versteht man auch, warum es mittlerweile auch für deutsche Firmen so interessant ist, bei WeChat vertreten zu sein. Absolut. Matthias, vielen Dank, dass du da warst. Aber wir müssen unbedingt noch deine Website erwähnen, denn Matthias hat netterweise für Sie ein Tutorial erstellt, in dem genau erklärt wird, wie man WeChat nutzt und was man damit alles machen kann. Sag uns kurz deine Internetseite. Das ist lamberts-consulting.com und dort findet sich dann unter der Blog-Sektion ein Beitrag zur heutigen Sendung. Wir werden dich bestimmt noch öfter hier in der Sendung sehen, denn wir haben noch mehr Fragen zu WeChat und es ist ein so großes Thema, das kann man natürlich nicht alles in einer Sendung behandeln. Also vielen Dank für heute und bis ganz bald. Sehr gerne, hat mich gefreut. Vielen Dank. Okay. Das ist die Tanzgruppe von Yuzhang. Yu, das ist die Dame hier in der Mitte. Sie ist nicht nur Tänzerin, sondern auch für die Choreografie verantwortlich. Sie zeigt uns hier mit ihrer Gruppe den Tanz Li Yi Zhe Bang. Übersetzt heißt das die Sitten des traditionellen Chinas. Wenn ich tanze, dann entspannt mich das, weil ich mich dann der Natur sehr nah verbunden fühle. Es ist anders als mein Alltag. Es ist wie im Traum. Ich fühle mich mit mir im Einklang. Yuzhang hat gerade ihr Masterstudium begonnen, hier an der schönen alten Bonner Universität. Und wie sie gleich erzählt, ist Tanzen für sie kein Beruf, sondern mehr eine Berufung. Hello everyone. Hallo zusammen. Ich bin Yuzhang und Leiterin der Tanzgruppe De Goa Han Wun She. Ich bin jetzt an meiner Uni, der Uni Bonn. Ich studiere den Masterstudiengang Sinologie. Letztes Jahr im Dezember bin ich hierher gekommen. Bonn ist eine wunderschöne Stadt. Chinesische Leckereien sind im Vergleich zu deutschen ganz anders. In China kann man nach den Unterrichtsstunden viele verschiedene traditionelle Gerichte und Snacks essen. Hier in Deutschland trinkt man eher Kaffee. Es gibt ganz viele verschiedene Sorten an Kaffee. Als ich nach Deutschland gekommen bin, mochte ich den Kaffee nicht besonders, weil ich es lieber süß mag. Der Kaffee hier war mir zu bitter. Die Snacks in Deutschland sind auch anders als in China. Ich mag zum Beispiel Wurst, die bayerische Weißwurst. Als ich noch in China war, habe ich gehört, dass es in Deutschland über 500 Wurstsorten gibt. Ich war sowas von verblüfft. Seit ich in Deutschland angekommen bin, das ist jetzt fast 2 Jahre her, habe ich es noch nicht geschafft, alle Sorten zu probieren. Als ich im Kindergarten angefangen habe zu tanzen, war das nicht wirklich freiwillig. Es war eher, weil jeder in der Gruppe getanzt hat. Später habe ich dann gesehen, wie schön unsere Lehrerin tanzt. Deshalb mochte ich das dann doch sehr. Tanzen wurde dann zu meinem Hobby. Thank you.
Unsere De Guohan Wuxie Tanzgruppe tanzt hauptsächlich zwei Tänze. Der eine heißt Li Yiqiban. Übersetzt heißt das die Sitten des traditionellen Chinas. Es beginnt im Zeitalter der Shang-Dynastie. Im Mittelpunkt steht die Han-Nationalität. Deren Geschichte, deren Willensstärke und deren harmonische Gesellschaft. Der andere Tanz heißt Dia Fei Hua Wu, also der Schmetterling fliegt, die Blume tanzt. Er ist ein besonderer Tanz, ganz ungezwungen. Er zeigt, dass im Frühling die Blumen blühen und die Vögel zwitschern. Viele Deutsche und Europäer haben sich gegenüber China geöffnet. Sie sind an den traditionellen Kulturen interessiert und sie schauen sich gerne unsere Tänze an. Deshalb haben wir hier immer mehr Möglichkeiten, unsere traditionellen Tänze zu zeigen. Ein herzliches Willkommen hier aus dem Mission Control Center. Wir begleiten ihn ja auf seiner großen Mission, Kai Markus Zahn oder besser gesagt Kai Markus Chong. Ich hoffe, ich habe den Namen richtig ausgesprochen, denn er hat ja mittlerweile einen chinesischen Nachnamen. Hallo, lieber Kai Markus. Und hallo, lieber Viktor. Ihr seid zu zweit heute dort nochmal in Polen, in Posen. Was hat das auf sich? Ja, wir waren heute mit dem Kleinen hier im Hintergrund, könnt ihr ihn sehen, sicherheitshalber nochmal bei der Werkstatt, weil der sehr schnell heiß gelaufen ist und dann hatten wir ein bisschen Angst, dass wir den Motor kaputt machen, das haben wir nochmal überprüfen lassen, sind also so 60 Kilometer zurückgefahren, jetzt ist alles in Ordnung und jetzt sind wir wieder auf dem Weg zum ursprünglichen Startpunkt für heute in Slupca. Also für diejenigen, die euch nicht allzu oft begleiten, so wie wir, ihr wollt 12.000 Kilometer, also du zumindest, zu Fuß zurücklegen. Und das ist die Strecke von Hamburg bis nach Shanghai. Das ist eine ordentliche Strecke. Und jetzt habt ihr ein paar Kilometer dadurch erstmal einbüßen müssen oder an Zeit verloren, oder? Ja, genau. Wir sind jetzt so 4 Stunden hinten dran, aber das holen wir heute wieder raus oder morgen. Also wir müssen gucken, dass wir im Zeitplan bleiben. Aber Viktor und ich haben auch gesagt, Safety first, das gilt fürs Auto und das gilt für den Läufer. Und da muss man Rücksicht drauf nehmen, weil wir wollen die ganze Strecke schaffen. Da bringt es nichts, jetzt auf Krampf was zu reißen. Absolut. Ist ja erstaunlich, dass der Motor nicht durchhält, aber Kai Markus nach wie vor, da läuft der Motor. Noch läuft der Motor auch. Wenn man überlegt, dass du dir vorgenommen hast, auf dieser gesamten Strecke so im Schnitt etwa 80 Kilometer zu laufen am Tag, dann wären das ja heute oder morgen schon 120, wenn ich mal so hochrechne, ne? Wenn du 40 verloren hast. Ja, wir gucken. Wir haben gesagt, zur Not fahren wir halt nochmal 10, 20 Kilometer mit dem Auto. Wichtig ist, dass wir im Zeitplan bleiben. Wir müssen die Visas in den anderen Ländern spätestens ab Weißrussland einhalten. Und auf die Strecke von 12.000 Kilometer machen jetzt 40 Kilometer nicht wirklich das Kraut fett. Okay. Und Viktor, du hast das Zutrauen zum Motor wieder gewonnen. Klappt das jetzt alles? Ja, das wird wunderbar funktionieren. Wir haben jetzt ein System entwickelt, wie das funktioniert. Wir machen die Scheiben einfach drin mal auf. So kriegen wir mehr Luft rein. Sehr spontan. Finde ich gut. Man muss dazu sagen, die warme Luft kommt in den Motorraum, weil das ein Mexiko-Käfer ist. Und die können wir abführen, indem wir die Fenster aufmachen. Wir haben ja Mützen auf. Insofern friert es uns dann auch nicht. Und Viktor kann so auch weiterfahren. Und wir machen alle 8 bis 10 Kilometer irgendwie Pause, wo wir uns treffen. Da kann der Motor wieder abkühlen. Insofern alles gut. Überlebenskünstler, die beiden. Und wie geht's heute noch weiter? Ja, wir fahren jetzt zurück an die Startstelle. Dort setze ich dann den Lauf fort. Kann man dann wieder online verfolgen. Und wie gesagt, hier im Hintergrund ist der Käfer, der läuft und läuft und läuft. Und ich laufe heute auch wieder und laufe wieder und laufe wieder. Das will ich schwer hoffen. Ihr beiden habt immer noch beste Laune. Das finde ich total super. Natürlich. Wir wünschen euch auf eurer Mission weiterhin viel Glück.
Und wir bleiben natürlich dran hier bei Ni Hao Deutschland. Vielen lieben Dank für das Gespräch. Schönen Tag euch. Danke. Ciao. Xiaona Shan ist eine der besten Tischtennisspielerinnen der Welt. Vergangenes Jahr hat sie einen Riesenerfolg gefeiert. Silber bei den Olympischen Spielen in Rio. Und das nicht etwa mit der chinesischen Nationalmannschaft, sondern mit dem deutschen Team. 10 Jahre ist sie mittlerweile in Deutschland, feiert große Erfolge, fühlt sich sichtlich wohl, aber manchmal vermisst sie ihre Heimat schon sehr. Meine Eltern sind noch beide in China. Deswegen habe ich, wenn ich in China bin, immer das Gefühl, dass die Zeit mit meinen Eltern zu kurz ist. Ich habe keine Zeit für Urlaub oder Ferien. Deswegen ist der jährliche Besuch bei meinen Eltern eine ganz besondere und wichtige Zeit für mich. Heimweh? Ja, das habe ich. Und trotzdem ist Xiaona Shan glücklich, in Deutschland zu sein. Vor allem aber für Deutschland spielen zu dürfen. Die mehrfache Europameisterin hat schon so viel erreicht. Nur das Ende ihrer Karriere. Das noch lange nicht. Auf jeden Fall noch nicht. Ich habe noch nicht darüber nachgedacht. Noch nehme ich an allen Wettbewerben teil. Sollten meine Eltern einmal sehr krank werden, dann fliege ich zurück. Aber jetzt noch nicht. Sie ist ja ganz früh schon nach Deutschland gekommen und war halt hier die ganze Zeit ohne ihre Eltern. Und ich kann das gut verstehen. Hat auch viel mit mir darüber geredet. Wir kennen uns auch schon sehr lange. Wenn sie spielt, kämpft sie bis mal zum Schluss, egal wie der Punktstand ist, ob sie führt oder. Ich hatte eher Probleme, wenn sie führt. Wenn sie hinten liegt, da kämpft sie sogar besser. Unter Druck spielt sie sehr stark und ist schon eine sehr ehrgeizige Spielerin auf jeden Fall. Ja. Meiner Meinung nach bin ich noch nicht charakterstark genug, kann mich noch nicht genug motivieren. Deshalb bekomme ich öfters gesagt, du musst dich hier und da noch mehr anstrengen, fleißig sein. Im deutschen Team, in den Doppeln, bin ich sehr gut. Nur wenn ich für mich alleine gegen jemanden spiele, dann bin ich nicht so stark. Manchmal nehmen sie ein paar Sachen zu sehr auf die leichte Schulter. Sie ist eine unglaublich liebe Person. Ja, geht gern shoppen, da gehe ich gern mit. Sie liebt die Mode, geht gern, sehr gerne shopping, geht gern Kaffee trinken und ist schon ein Genießer. Ich vermisse am meisten die chinesische Küche. Es gibt mehr Geschmacksrichtungen. In Deutschland habe ich mich mittlerweile daran gewöhnt, jeden Morgen Kaffee zu trinken und Brötchen zu essen. Das chinesische Frühstück ist da ganz anders. Mehrfache Europameisterin, Silber in Rio und eine der besten der Welt. Und dann so bescheiden. Sehr, sehr beeindruckend. Wegen Menschen wie Xiaona Shan machen wir diese Sendung. Geschichten mitten aus dem Leben. Ich freue mich schon auf die nächste Ausgabe und auf die nächsten Geschichten. Und ich würde mich noch mehr freuen, wenn Sie dann auch wieder mit dabei sind bei Ni Hao Deutschland.